Hallo zusammen und willkommen. Kennst du das, wenn du unbedingt auf die Toilette gehen möchtest, aber sich einfach nichts tut? Verdauungsprobleme wie Verstopfung können die Lebensqualität des Betroffenen stark beeinträchtigen. So kann es sein, dass du unter Symptomen wie einem Völlegefühl oder Unwohlsein leidest. Manche Menschen haben auch Blähung, Bauchschmerzen oder überhaupt gar keinen Appetit mehr. Manchmal kommen noch Müdigkeit und Abgeschlagenheit hinzu. Doch was kannst du in einem solchen Fall tun? In unserem heutigen Video stellen wir dir drei Rezepte mit bewährten Zutaten vor, die deine Verdauung ordentlich in Schwung bringen. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Für unser Rezept benötigst du ein Glas heißes Wasser, wahlweise je nach Rezept 1 Teelöffel Rizinusöl, 1 Teelöffel kaltgepresstes Olivenöl, 1 Teelöffel natürlichen Biohonig und 1 Teelöffel Ingwerpulver. Die Zubereitung ist denkbar einfach. Schritt Nummer 1. Gib 1 Teelöffel Rizinusöl in ein Glas oder einen Becher. Gieße nun kochend heißes Wasser darüber und füge 1 Teelöffel Honig hinzu. Rühre gut um und füge anschließend 1 Teelöffel Olivenöl zum Honig dazu. Mische die Zutaten gut mit einem Löffel durch. Trinke hiervon jeden Morgen eine Tasse auf nüchternen Magen vor dem Frühstück. Schritt Nummer 2. Nimm dir ein Glas mit warmem, stillem Wasser. Gib nun 1 Teelöffel Rizinusöl dazu und rühre gut um. Nun mischst du noch 1 Teelöffel Honig dazu und rührst erneut gut um. Nimm auch hier jeden Morgen eine Tasse dieser Mischung auf nüchternen Magen zu dir. Schritt Nummer 3. Fülle einen Becher oder ein Glas mit frisch gekochtem heißem Wasser. Füge nun 1 Teelöffel frisches Ingwerpulver hinzu und rühre gut um. Trinke jeden Morgen eine Tasse davon auf nüchternen Magen. Beantworten wir nun die Frage, warum funktionieren diese Zutaten so gut? Warmes Wasser bringt den Stoffwechsel in Fahrt und kurbelt somit auch die Verdauung an. Genau deshalb trinken auch in der ayurvedischen Medizin viele Menschen erst einmal ein Glas heißes Wasser auf nüchternen Magen. So wird dieser gleich morgens entgiftet. Nach dem Trinken dehnen sich die Blutgefäße im Körper aus, sodass das Wasser rascher in den Magen gelangt und deinen Körper dort bei der Zerlegung der aufgenommenen Nährstoffe unterstützen kann. Auch Olivenöl gilt als bewährtes Hausmittel, das deine Verdauung auf Trab bringt. Das Öl stärkt den Gallenfluss und verbessert damit den Verdauungsprozess. Honig ist ebenfalls imstande, die Verdauungsdrüsen zu stimulieren, denn er hat einen hohen Gehalt an Säuren, Zucker und Mineralstoffen. Insbesondere sein Kaliumgehalt ist sehr hoch, wodurch sich der Stoffwechsel verbessert und der Appetit angeregt wird. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass das flüssige Gold die Magensäure stabilisiert und einer Übersäuerung vorbeugt. Rizinusöl hingegen gilt als natürliches Abführmittel bei Verstopfung. Es wirkt zwar sehr stark, ist aber durchaus bekömmlich. Das Öl aus den Samen der Rizinuspflanze regt die Darmbewegung an und weicht verhärteten Stuhl auf, wodurch dieser schneller ausgeschieden werden kann. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.